In der neuen Videoreihe, das musst du ihn gesehen haben, stelle ich euch bekannte Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps aus Schweizer Städten und Regionen vor. Mit dieser Reihe möchte ich euch noch mehr die Schönheit der Schweiz näher bringen und hoffe, den einen oder anderen zu einem Ausflug zu animieren. Im ersten Teil widme ich mich dem Stadtzentrum der Bundeshauptstadt Bern. Im Video habe ich euch nur die aus meiner Sicht wichtigsten und ein paar ausgewählte Insider-Tipps vorgestellt. Viele weitere Tipps findet ihr mit Sicherheit noch in den Kommentaren. Am Ende des Videos gibt es noch 4 witzige Geheimtipps, die fast nur Stadtberner kennen. Wenn ihr auch eure Stadt oder Region in dieser Serie haben wollt, würde ich mich sehr über eure Insider-Tipps freuen. Je mehr Material ich zu einem Ort habe, umso eher werde ich diesen vorstellen. Ihr habt es also in der Hand, was in Zukunft noch vorgestellt wird. Kostenlos den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. So werdet ihr immer über neue Videos informiert. Das Bundeshaus. Hier schlägt das Herz der Schweizer Demokratie. Der Sitz der Schweizer Regierung und des Parlaments ist von außen wie von innen eine wahre Pracht. Unter seiner mächtigen Kuppel tagt das Parlament. In den West- und Ostflügeln sind Teile der Landesregierung sowie der Bundesverwaltung untergebracht. Der Bau ist auch ein Symbol der nationalen Einheit. Um dies zum Ausdruck zu bringen, wurden 30 Gesteinsarten aus 13 Kantonen für Bau und Dekoration des Bundeshauses verwendet. Auf dem großzügig angelegten Vorplatz findet sich ein Wasserspiel mit 26 Fontänen. Eine für jeden Kanton. Das Wasser spritzt mal im Takt, mal ganz unterschiedlich in die Luft. Spiegelt aus meiner Sicht auch ein wenig den Kantönli-Geist wider. Aber das ist nur meine Interpretation. In der Eingangshalle huldigt das Bundeshaus dem Mythos der Schweiz. Eine riesige Skulptur zeigt die Urväter beim Rütlischwur. Genauso wie Friedrich Schiller in seinem Drama Wilhelm Tell die fiktive Gründungsszene der Eidgenossenschaft beschreibt. Außerhalb von Sessionen und am 1. August, dem Nationalfeiertag der Schweiz, finden im Bundeshaus Führungen statt. Absolut empfehlenswert. Im ersten Stock befindet sich der Saal des Nationalrates mit seinem charakteristischen Wandbild Die Wiege der Eidgenossenschaft. Der kleinere Saal des Ständerats befindet sich ebenfalls im ersten Stock. Der rechteckige mit dunklem Holz vertäfelte Raum soll an die Ratssäle der alten Eidgenossenschaft erinnern. Ebenso der ovale Ratstisch in der Saalmitte. Auch diesen Raum ziert ein bekanntes Bild. Das Fresko Die Landsgemeinde. Als krönenden Abschluss sollte man sich den Gang durch die Wandelhalle mit Blick auf die Aare und die Schweizer Alpen nicht entgehen lassen. Wer nicht in den Genuss kommt, das Bundeshaus von innen zu besichtigen, kann von der auf der Rückseite des Gebäudes gelegenen Bundesterrasse eine fast ebenso schöne Aussicht genießen. Berner Münster. Das zweite Gebäude, was die Silhouette der Stadt markant prägt, ist der mehr als 100 Meter hohe gotische Turm des Berner Münsters. Am Rande der Altstadt gelegen, lohnt sich hier eine kurze Rast im davor gelegenen Park auf der Münsterplattform. Mit wunderschönem Blick auf die Aare. Auch der Innenbereich kann sich sehen lassen. Kunstvoll gefertigte Kirchenfenster, Skulpturen, Fresken und ein außergewöhnlich wertvoller Glockenbestand. Darunter auch die größte Glocke der Schweiz. Mit einem Durchmesser von 248 cm und einem Gewicht von knapp 10 Tonnen. Mattelift, Marzillibahn, Freibad Marzilli und Aare. Wer von der erhöhten Altstadt an die Aare, das idyllische Mattequartier oder Marzilli-Quartier möchte, der kommt dabei mit dem Mattelift oder der Marzillibahn am schnellsten und eindrücklichsten ans Ziel. Der Mattelift, oder auch im Volksmund Senkeltram genannt, liegt direkt am Rande der Münsterplattform und wird von sogenannten Liftboys bedient. Die Marzillibahn ist eine Drahtseilbahn und verbindet die Bundesterrasse mit dem Marzilli-Quartier. Unten angekommen lohnt sich ein Spaziergang an der Aare oder bei großer Hitze ein Besuch des Marzillibads. Verschiedene Becken, Liegewiesen und der direkte Zugang zum Fluss machen die Berner Badi zum beliebten Treffpunkt. Der aufmerksame Besucher wird im Sommer an der Aare auch jede Menge Schlauchboote entdecken. Der Fluss der Stadt ist für die Bewohner nicht nur einfach ein Gewässer. Aare-Schwimmer und Aare-Bödler gehören im Sommer einfach zum Stadtbild dazu. Altstadt. Etwas ganz Besonderes und zu Recht UNESCO-Weltkulturerbe ist die Berner Altstadt. In Form einer Halbinsel und eingefasst von der Aare thront sie deutlich oberhalb des Flusses. Die Kraumgasse, die wunderschönen Figurbrunnen und die barocken Hausfassaden sind dabei eine echte Augenweide.
Eine Besonderheit bilden dabei die Kellergeschäfte. Im Mittelalter wurden beiderseits der breiten Gassen unter jedes Haus Vorratskeller gebaut. Heute dienen diese Keller als Geschäftslokale für Boutiquen, Kunstgalerien, Bars, Restaurants und Weinhandlungen. Sogar ein Theater und ein kleines Kino gibt es in den Kellergewölben. Die 6 Kilometer langen Laubengänge laden zum Einkaufsbummel ein und schützen Besucher beim Flanieren vor Regen und Sonne. Wunderbare Gelegenheiten zum Verweilen gibt es dabei immer wieder in den charmanten Cafés. Innerhalb der Altstadt finden sich noch viele weitere bekannte Sehenswürdigkeiten und jede Menge kleine Insider-Tipps. Dazu später mehr. Farbige Straßenschilder. Aufmerksam Besuchern werden schnell die farbigen Straßenschilder auffallen. Diese stammen noch aus der Besatzungszeit durch Napoleon. Zur besseren Orientierung teilten die französischen Besatzer die Stadt in farbige Quartiere ein. Einer Legende nach verliefen sich die betrunkenen französischen Soldaten schnell in der verwinkelten Altstadt und fanden mit den farbigen Straßenschildern besser den Weg nach Hause. Da auch viele Soldaten damals Analphabeten waren, war die Farbgebung eine praktische Erfindung und hielt sich bis heute. Ein einziges farbiges Straßenschild bildet dabei eine Ausnahme. Das Schild bei der Kornhausbrücke ist orange. Oder sollte ich besser Oranje sagen? Und trägt den Schriftzug Korenhusbruck. Dieses Straßenschild erinnert an die Fußball-Europameisterschaft von 2008. Als rund 60.000 feierfreudige Niederländer sich auf dem Bundesplatz versammelten und friedlich über die Kornhausbrücke Richtung Start des Swiss zogen. So sollte Fußball sein. Zietglocke. Die Zietglocke, auf Hochdeutsch Zeitglocke, ist das alte Stadttor von Bern und gehört mit zu den Wahrzeichen der Stadt. Die übergroßen Ziffernblätter fallen als erstes auf und sind auch von Weitem gut zu erkennen. Unterhalb der Uhr und über dem Tordurchgang drehen auch die Zeiger des Astrolabiums langsam ihre Runden. Die komplexe Darstellung der nördlichen Hemisphäre zeigt stets das aktuelle Tierkreiszeichen. Die Mondphase, das Datum und Zeitpunkt des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs. Sehr eindrucksvoll. Immer zur vollen Stunde ereignet sich ein wunderbares Schauspiel. Kurz vor dem Stundenwechsel kündigt ein krähender Hahn ein Figurenspiel an. Bären tanzen ihre stündlichen Runden, ein Narr läutet entsprechend seinem Wesenszug absichtlich die Stunde zu früh ein, die Viertelstundenschläge ertönen vom Turm herab und Kronos, der Gott der Zeit, dreht seine Sanduhr um. Die goldene Figur vom Hans von Tarn schlägt schließlich die Stundenglocke, dies natürlich im Takt mit Kronos schwingendem Zepter. Im Turminneren ist die Zeit scheinbar stehen geblieben. Hier ist das beeindruckende Spielwerk des Astrolabiums aus dem Jahr 1530 zu bestaunen. Wer noch die 130 Stufen im Inneren erklimmt, wird mit einem schönen Ausblick auf die Dächer, Terrassen und Gassen der Stadt belohnt. Sehr speziell, aber aus meiner Sicht einzigartig ist das Pissoir direkt an der Zietglocke. Wo kann man sonst legal und gebührenfrei direkt an einer der Hauptattraktionen der Stadt sein Geschäft verrichten? Albert Einstein Haus. 1902 trat Albert Einstein die Stelle beim Patentamt an, wohnte für 7 Jahre in Bern und entwickelte hier die weltbekannte Relativitätstheorie. In diesem Haus in der Kramgasse wohnte der geniale Physiker von 1903 bis 1905 und stellte unsere Vorstellung von Raum und Zeit auf den Kopf. Das Wohnhaus ist öffentlich zugänglich. Die Wohnung Einsteins im zweiten Stock ist im Stil jener Zeit eingerichtet. Wer noch mehr über Albert Einstein erfahren möchte, dem kann ich noch einen Besuch im Historischen Museum von Bern empfehlen. Bern und seine Brunnen. Die 11 historischen Figurenbrunnen in der Berner Altstadt erinnern noch heute als farbige Relikte an mittelalterliche Zeiten. Um 1550 ersetzten die kunstvollen Exemplare die hölzernen Brunnen und stellen vermutlich die damals vorherrschenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen dar. Neben dem dekorativen Charakter und ihren spannenden Geschichten haben die Brunnen auch praktische Funktionen. Das kühle Nass ist Trinkwasser und steht allen kostenlos zur Verfügung. Einige der Brunnen sind zudem mitten auf verkehrsreichen Straßen platziert und somit ein sehr charmantes Verkehrshindernis. Der Wasserzufluss erfolgt über den größtenteils unterirdischen Stadtbach. Die Brunnen werde ich nur kurz vorstellen, da dies sonst die Länge des Videos sprengt. Die Standorte der Brunnen habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Der berühmteste ist wohl der Rindli-Fresserbrunnen auf dem Kornhausplatz, um dessen Bedeutung viele Mythen existieren.
Die wohl plausibelste ist, dass der Brunnen eine erzieherische Maßnahme darstellte und als Kinderschreck den Kindern Angst einjagen sollte, um sie so gutes Benehmen zu lehren. Anmutig und schön steht Justitia mit verbundenen Augen auf ihrem Sockel. 1986 wurde die Figur leider von jurassischen Extremisten zerstört. Seitdem steht nur noch eine Kopie auf der Säule des Brunnens. Das Original kann im Historischen Museum von Bern besichtigt werden. Die Figur des Mosesbrunnen stellt Moses mit seinen 10 Geboten dar. Mit seiner rechten Hand weist er dabei auf das 2. Gebot. Auf der korinthischen Säule des Fennerbrunnen steht ein stolzer Berner Bannenträger in voller Montur. Auf dem Zehringer Brunnen überblickt ein aufrecht stehender Bär mit goldenen Helmen die Straße. Das Berner Wappentier erinnert an seine Gründer, die Zehringer. Die Brunnenfigur des Simson-Brunnen zeigt den biblischen Helden Simson, in römischem Gewand, wie er mit bloßen Händen das Maul eines Löwen aufreißt. Etwas abseits gelegen steht der Läuferbrunnen, mit einem Boden in den Farben der Stadt und Wappen auf der Brust. Zwischen den Beinen des Armbrustschützen auf der Säule des Schützenbrunns sitzt ein kleiner Bär und zielt frech auf die Passanten, die in den Laubengängen flanieren. Die Figur des Anna-Seiler-Brunnen erinnert an Anna Seiler, die der Stadt Bern das Inselspital stiftete. Am Fuß dieses Brunnens sollen sich die Eltern des berühmten Schweizer Malers Ferdinand Hodler kennengelernt haben. Die Brunnenfigur des Armbrustschützen auf dem Rifli-Brunnen ist sagenumwoben. Der Soldat soll den Schützen Rifli darstellen, der Überlieferung zufolge mit einem einzigen gezielten Schuss Ritter Jodam III. Von Burgistein bezwungen haben soll. Der Pfeiferbrunnen versprüht Leichtigkeit und Freude und zeigt einen Musikanten, der fröhlich auf einem Dudelsack musiziert. Begleitet wird er von einer goldenen Gans und einem Äffchen. 4 witzige Geheimtipps. Mitten im Bahnhof Bern gibt es eine Figur, die einem ständig anschaut. Egal, ob man von rechts oder von links kommt. Der Laubegaffer, auf Hochdeutsch würde ich den Balkonklotz zu sagen, ist wahrscheinlich das bekannteste Werk des Künstlers Sandro del Prete und die erste Inversionsstatue, die je öffentlich aufgestellt wurde. Den Standort muss man etwas suchen. Am einfachsten findet man ihn, wenn man von der Tramhaltestelle Bern Bahnhof auf die Rolltreppe zur Christoffel-Unterführung runterfährt und dann gleich das 2. Schaufenster auf der rechten Seite ansteuert. Wer mal einen Blick auf das unterirdische Kanalsystem von Bern werfen möchte, sollte unbedingt noch im Café Montag vorbeischauen. Nach einer kurzen Kaffeepause offenbart ein Besuch auf dem stillen Örtchen etwas ganz Besonderes. Der Boden auf dem WC ist aus Glas und gibt somit den Blick frei auf die frühere Kanalisation des alten Bern. Ein ganz spezielles Highlight. Wer in den Gassen von Bern ein 5-Lieber bzw. 5-Franken-Stück entdeckt, sollte vorsichtig sein. Nichtsahnende Besucher könnten beim Versuch, dies aufzuheben, nass werden. Die Münzen sind im Boden verschraubt und sind nur ein Köder. Aus einem Dachspeier hoch über der Gasse spritzt in regelmäßigen Abständen ein kleiner Schwall Wasser auf das Kopfsteinpflaster. Um das verlassene Geisterhaus in der Junkerngasse 54 ranken sich viele Mythen und Schauergeschichten. Immer um Mitternacht soll eine schwarz gekleidete Frau durch die heute als Lager genutzten Räume wandeln. Früher wurde das Haus auch als Stall genutzt und die Pferde sollten schon nach wenigen Stunden nervös und verrückt geworden sein. Bewohnt wurde das Haus scheinbar nie. Berner und Kenner werden jetzt sicher sagen, da fehlt doch noch was. In dieser Folge habe ich mich extra nur dem Stadtzentrum gewidmet, da sonst das Video einfach zu lang geworden wäre. Für all die schönen Dinge außerhalb des Stadtzentrums werde ich mich in einem zukünftigen Teil dieser Serie kümmern und euch gleichzeitig die Möglichkeit der Mitgestaltung geben. Wenn ihr also noch weitere Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps habt, so schreibt sie mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video.